Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zu Shakes and Fidget. Es gibt einige Infos für euch, nämlich W50 nähert sich, ne? 5 Tage sind es noch, haben gerade Sonntag, das heißt, morgen ist schon die Woche, wo der Server startet. Ich bin sehr hyped, ich freue mich unglaublich darauf und es gibt einige Überraschungen, nämlich unter anderem werde ich den Serverstart Livestream, ganz klar, ne? Ab wahrscheinlich 15, 14 Uhr. Wenn schon ein bisschen früher live sein, um das Ganze ein bisschen anzuhypen. Und den Tag hatte ich ja schon erwähnt, ne? Dass nicht nur der W50 Serverstart stattfindet, sondern gleichzeitig startet auch ein MMORPG, das ich mit meiner Community zocken möchte, nämlich Sword of Legends Online. Könnt ihr gerne mal euch ansehen. Und weil das beides so kombiniert ist, dachte ich erst, okay, ist eigentlich ziemlich blöd, ne? Ich würde ja gerne beide ausgiebig zocken, werde das aber jetzt kombinieren und in dem Zug dann auch das Wochenende, wenn ich es durchhalte, 24 Stunden streamen. Deswegen kommt gern vorbei. Wir werden anfangen mit W50 Server Start, werden ja dann reinzocken bis 16 Uhr. Werden wahrscheinlich zuerst meine Druiden und Berserker die Dailies machen, werden dann auf W50 starten, uns das Ganze angucken. Auf Level 10 spielen, SA pushen bis Abend. Und ich denke mal, dass wir wahrscheinlich sogar bis 0 Uhr oder nach 0 Uhr nur Shakes and Fidget spielen werden auf E50, weil wir wirklich einiges zu tun haben werden, gerade mit Sammelalben pushen und so weiter. Gildentechnisch kümmern sich um alle, ne, alle klären und so weiter. Und gerade ist es spannend, passiert viel. Die Leute werden leveln, schon anfangen Dungeons zu machen. Die Gilden werden erstellt und da will man nichts verpassen. Und dann nach 0 Uhr muss ich erstmal gucken, ob ich dann direkt noch auf 25 level. Also ich traue meinem Chart zu, dass er relativ einfach dann noch auf 25 geht, direkt am zweiten Tag, und mir die Festung hole, um ja da die ersten Gebäude auszubauen, damit das möglichst schnell vorangeht. Dann würde ich wahrscheinlich eine Stadtwache erstmal reinhauen für ein paar Stunden. Würde dann anfangen, Sword of Legends zu spielen. Werden da rein starten, uns ein bisschen die Story gehen, ein bisschen leveln. Und dann immer wieder Startwache abholen, SA pushen und so weiter Sword of Legends zocken. So dass wir dann das Sammelalbum bis dann nächsten Abend pushen. Bis es dann mehr oder weniger in die Happy Hour geht, weil ich denke schon, dass die ersten Tage Happy Hour spielen werde. Heißt anfangs auf 25 für Festung und dann den Tag nur Sammelalbum pushen. Deswegen würde es auch passen, dass ich dann nebenbei noch gut Sword of Legends zocken kann. Deswegen schaut gerne vorbei, Link in der Beschreibung, ne? twitch.tv/portera94. Ansonsten, Leute, die W50-Gilde war fast voll. Wir hatten uns einige Plätze noch offen gelassen für mögliche Leute, die noch reinjoinen für die Superbewerbungen, auch für ein paar VIPs. Jetzt ist es aber so gekommen, dadurch, dass der Termin sich verschoben hat, klappt es bei einigen Leuten. Ich meine, die haben sich gemeldet und ich glaube, es waren 4... Ich glaube, sogar 5 Leute haben abgesagt. Viele davon fahren in Urlaub. Deswegen ist der Start sehr ungünstig. Stehen bei uns trotzdem auf den Wartelisten. Problem an der Sache ist, die meisten haben halt auch nicht die Möglichkeit, dann oder die Konzentration, ihre Aluder auf dem Handy zu spielen. Und wenn das später mal passiert, dann ist das kein Problem. Mal eine Woche weg sein wegen Urlaub. Wir spielen ja Langzeit. Das soll ja gar kein Problem sein. Nur für den Serverstart ist das sehr ungünstig. Da wir halt gerade anfangs, ne, in den ersten Tagen, sogar am ersten Tag, in den ersten Stunden sehr auf die Bonis angewiesen sind. Deswegen stehen die Leute dann auf der Warteliste und suchen dann aber wirklich direkt anfangs noch mehr langzeitmotivierte Spieler. Deswegen könnt ihr euch nochmal bewerben. Ihr kennt das Ganze, den ganzen Spaß ja in meinem Discord. Findet ihr hier unten Game Channel, 250 Bewerbungen Gilde, da schreibt ihr das rein. Und nochmal, ne, wenn ihr darauf Bock habt, gebt euch Mühe. Ich habe da wirklich oft 2 Zeiler gesehen oder 1 Zeiler, wo steht drin, ja, ich bin der und der, ich habe Bock auf W50, lade mich doch mal ein, ich bin sehr erfahren und möchte auch pilzen. Dann denke ich mir, okay, super. Und so denkst du, dass du jetzt in die Gilde kommst. Deswegen wirklich, nehmt euch Zeit, gebt euch Mühe. Und dann ist das so, dass wir am Montag, ne, wichtig, am Montag, das ist der 5.7. zwischen 20 und 22 Uhr nochmal die letzten persönlichen Gespräche führen. Dann wird das Ganze nochmal ausgewertet und dann mach mal die Gilde nochmal voll. Wie gesagt, es sind nicht mehr viele Plätze. Es dürfen so die 5 bis 10 Plätze sein, die es noch zu füllen gilt. Und dann sind fertig. Dann werden wir auch wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch uns zusammensetzen im Gilden-Discord und einen Namen für die Gilde finden.
Haben jetzt schon Channel, wo ein paar Vorschläge reingehen. Gibt sogar schon ein paar coole. Und dann kann es endlich losgehen mit W50, ne? Das wird ein nices Ding. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aber jetzt, genug zu den ganzen Infos, genug von Streams, genug von W50. Jetzt sind wir hier auf S39 auf dem Bersi. Und ihr seht hier schon, da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe hier nochmal ein Bild für euch, wie die Sets vorher aussahen. Das war gestern im Stream. Und wir hatten, Leute, 111.253 Stärke und 60.684 Ausdauer. 8 neue Legendaries, 9 neue Steine und wir hatten gut 10 Milliarden Gold zum Skillen. Und ich werde jetzt mal mit dem Taschenrechner zusammenrechnen, wie viele Attribute wir jetzt eigentlich Lust gemacht haben. Wenn wir hier 11.235 plus 60.684, dann sieht man, ich hatte zu diesem Zeitpunkt 171.937 Mainsets, also Stärke plus Ausdauer. Und jetzt haben wir hier, ziehen wir dann einmal von ab, 115.146 Stärke und 62.965 Ausdauer. Und wenn ich das hier zusammenrechne und davon abziehe, bleibt 6.174. Heißt, wir haben gestern im Stream auf dem Bersi nochmal ein Upgrade von 6.174 Mainsets gemacht. Und das ist, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und am meisten haben wir wirklich hier wieder die Edelsteine reingeboostet. Aber ihr seht das gar nicht hier, ne? Hier, 6.174 ist wirklich insane. Ja. Ich meine, wir haben gerade eben erst, ne, hier die 100 Stärke geknackt am 30.04. Jetzt sind es hier 2 Monate später, das heißt in 2 Monaten wieder über 15.000 Stärke gemacht. Das ist insane. Außerdem hat der zweite Spieler auf S39 die 100k Mainset geknackt. Wobei weniger ein Spieler, mehr einen Char. Ja, Boris ist hier gerade aktuell am nächsten mit 94.000. Aber eigentlich meine ich mein Bertram. Der gute Bertram hier mit Stufe 504 auch. 101.320 Stärke. Er hat sich gegönnt. Denn der Bertram hat sich die ganzen alten Legendary Games von meinem Char gesnackt. Deswegen hat er hier auch hier 1670, 1659, 1683er Games hier drin. Jedes Item einmal aufgewertet. Ich überlege sogar, ich habe hier genug Eisen. Ich könnte alles sogar noch ein zweites Mal aufwerten. Weißt du was, dann gönnen wir mal den Bertram mal jedes Legendary von ihm auf plus 2. Wollen wir mal hier nicht rumgeizen. So. Ja. Jedenfalls ist Bertram der zweite Char auf dem Server mit 100k Mainset. Markwart, Kunigunde dauert natürlich ein bisschen, weil die profitieren nicht vom Stärketrank. Trotzdem hier Markwart 80.000 und die Kunigunde 79.000, auch knapp vor den 80.000. Und ja. So sieht es ja aktuell aus auf dem Bersi, ne? Auf 504,5, wieder kurz auf 505, das geht wirklich schnell voran. Man glaubt das nicht, aber hier, ne, der Kalender, der Aufstieg aller 20 Tage, ist halt so insane, ne? Mit dem levelt man einfach auch auf diesem hohen Level gefühlt so schnell. Und ich weiß, klar, ich habe mir hier meinen Level 500 am 7.6. erreicht. Das ist schnell. Ich meine, ich habe in einem Monat 4 Level-Ups gemacht auf 500. Das ist... Aber ich habe auch ein paar Dungeons gelegt und das würde so oft nicht mehr passieren. Und das war wirklich nochmal ein Highlight im Stream, denn wir haben es geschafft, Leute. Wir haben im Olymp die Medusa besiegt und dafür mache ich mal den Sound an. Den Versuch möchte ich euch nämlich zeigen. Das war hier gestern Abend das Highlight im Stream. Nach den ganzen Upgrades haben wir die probiert. Wir hatten ein paar Tries gemacht, sah eigentlich nicht so gut aus. Dann einmal auf 600 Millionen runter und dann kam dieser Versuch. Bitteschön. Ja, Bertram macht nicht so viel Schaden, 200 Millionen. Markwart einmal crittet. Einmal crit, zweimal ein crit. Dreimal ein crit. Schon ein bisschen, aber auch noch nicht so viel. Kunigunde crittet. So, Medusa hat noch 4,3 Milliarden Leben. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1, 2, 3. Und ist halt insane, ne?
Wenn man nochmal guckt, wie hart das skaliert, ne? Nach jedem Angriff wird der nächste Angriff noch stärker, ne? Das ist ja so ein Shakes-Fidget. Und deswegen sind die Kombos auch so insane stark. Weil die letzten drei Hits oder vier Hits einfach über 600 Millionen Schaden gemacht. Dann war sie weg. Einmal ein neuer, dann Dreier-Kombi. Und die Medusa war besiegt. 5,2 Milliarden Leben hat Lisa auf Stufe 485, 90.000 in. Jetzt stehen wir hier vor der Affin, ne? Athene, die Gute, verursacht Feuerschaden. 525, ne? Nochmal 40 Level höher. Nochmal eine Milliarde Leben mehr. Nochmal, was sind 15.000 in. Und die sieht überhaupt nicht gut aus. Wir haben hier schon ein paar Versuche reingemacht. Und ich glaube, das hier dürfte sogar einer der besten Versuche gewesen sein mit 3,7 Milliarden. Ich weiß nicht. Wenn die liegen wird, da, ja, brauchen wir nochmal 15.000 mehr Stärke, würde ich sagen. Und eine Menge Glück und gute Kombis. Aber so sieht es ja aktuell aus mit dem Bersi. Okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.